Liebe Kaufleute aus Augsburg, herzlich willkommen hier in der Stadt Aub nach einem beschwerlichen Weg. Die Mitte des Weges erreicht bis Seligenstadt. Dieser Zug ist pünktlich erschienen, aber meine Damen und Herren, wir haben heute eine kleine Änderung. Der Nürnberger Zug wird sich leider etwas verspäten. Ich weiß nicht, ob es Wegelagerer waren, die ihn aufgehalten haben, oder ob es sonst irgendeine Seuche oder ähnliche Krankheiten waren. Er wird etwas später eintreffen. Das wird heißen, wir werden auch die offizielle Begrüßung etwas später heute machen, wenn dann alle da sein werden. Aber es ist schon, das Gros des Zuges ist eigentlich hier. Und ich freue mich natürlich, neue Gesichter und alte Bekannte, ja, alle Freunde hier wieder zu sehen. Wenn wir uns daran erinnern, 2003, das erste Mal hier nach Aub kam, damals noch als Fremde, und mittlerweile seine gute Bekannte ist wieder heim hier. Und das ist eine schöne Sache, das freut mich ganz besonders. Ich will aber jetzt nicht das Video machen, ich gehe einfach mal weiter mit Udo Sommer, der nochmal was sagen wird. Dann werden wir einfach abwarten, bis der zweite Zug eintreffen wird, um dann gemeinsam die Begrüßung zu machen. Udo synchronisiert mir gerade, dann machen wir alles nachher dann. Aber halt, Moment, ich habe aber schon noch eine gute Tür jetzt da erstmal. Wo ist der Mann, der einzige Assistentin? Ihr habt da einen Löffel bei euch. Da passt ungefähr ein Liter rein und wir haben einen Schoppen, da passt ungefähr noch viel mehr rein. Der ist jetzt halb voll, wir sind drin. Den lassen wir jetzt mal kreisen und wollen anstoßen. Aber die Zugteilnehmer, die jetzt bestimmt auch durchstammen, einfach nur durchstammen, drüben an der Sparkasse, die Getränke stehen. Da geht sie einfach hin und bedient sich und trinkt sie einfach mal. Wir sagen, in Franken wird so verleckert. Bis zu der Lecker dann da hinstehen, dass immer einfach auch eine Erfrischung genießen. Also, auf eure gute Ankunft hier in Aub. Stoppt ihn einfach jetzt mal an, heben den Gruß und lasst den Rickert antreten. Den ersten Schluck, den gönnen wir natürlich unserem Trossführer, ohne den das nicht wird. Unserem Stefan Spreich. Stefan, du hast den ersten Schluck. Jubel! So, genug damit, mit dem Einführungszeremoniell. Wir werden uns jetzt mal irgendwie etwas erfrischen, werden auf den zweiten Zug warten, der in Bände eintreffen wird, und werden uns dann wieder hier treffen zur offiziellen Begrüßung. So, dann wünschen wir uns eine kurzweilige Wartezeit und wir melden uns dann wieder, wenn der zweite Zug kommt.